Willkommen zurück zur Metro 2033. Das letzte Mal. Haben wir in der Station unsere Einkäufe gemacht, haben uns über den Waffenkauf geärgert und mussten uns gegen die Nosalis verteidigen in den Tunnel hier auf dem Weg zu D6. Jetzt geht's hier weiter. Sie schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay, legen wir los. Warum so eilig, Oberst? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Oh, ich... Die Bösen machen auch keine Pause, wie sie wissen. Ich sollte auch die richtige Taste drücken zum Laufen. Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Ja, ja, chill, 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 chill. Aber warum müssen die so viel reden? Oh, guck mal. Evil Guy. Gibt's jetzt so irgendwas? Wenn wir zurück sind, werden Sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Herr. Wie Sie sagen, mein Herr. Das will ich mal sehen, wie einer das mit dem, das ganze Zeug mit einer Zahnbürste putzt. Das will ich wirklich sehen. Macht doch eh keine Sau. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier rum. Ah, die da. Ja gut, eins nach dem anderen. Chillt, Leute. Ich muss jetzt erstmal hier... Schade, dass es kaputt ist. Ja, chillt, chillt, chillt. Ich muss erstmal hier alles abgrasen. Das hier anzünden. Nice. Ich will halt nicht wieder einen Tagebucheintrag verpassen. Es wird mich tierisch ankotzen. Sogar sehr. Deswegen... Chillt, 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 chillt. Artyom, schau dir mal diesen Rauch an. Ja, 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 gleich. Okay, gut, ja, das bringt relativ wenig. Gut, alles klar. Dann, bin ich hier noch? Ah, schade. Ja gut, dann schaue ich mir diesen Raum mal an. Hopp. Hopp, hopp. Das ist ein fleißiger Hebelumleger. Ja, gut. Ah. Okay. Okay. Ich verstehe rein gar nichts. Artyom, stell dein Feuer rein. Das ist nutzlos. Ich hab doch gar nicht gefeuert. Nur mit dem Messer eingestochen. Das ist ein Unterschied. Los. Na gut. Sehe einen Haufen abgetrennter Kabel, aber ich kann mit keinem so wirklich interagieren. Hört ihr das auch? Da atmet doch schon wieder irgendwas. Aha. Ah ja, perfekt. Wenn das nicht unser Tod ist. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob die Schrotflinte so klug war. Allgemein glaube ich, meine Waffenkäufe waren nicht sonderlich von Weisheit gekrönt. Aber egal, hey, ich habe einen super duper Flammenwerfer und hier liegt ein Gewehr, das ich nicht einsammeln kann. Nee, egal. So, jetzt aber. Wie auch immer das funktioniert mit dem losen Kabel. Gut gemacht, Artyom. Ich weiß. Du hast dir einen Orden verdient. Nicht nur einen. Überprüfen Sie den Teich. Ich gehe nicht. Ist zu dunkel und unheimlich da drin. Ja, deswegen haben wir auch Taschenlampen. Wo ist dein Problem, Junge? Wo ist dein Problem? Scheiße. Pass auf, was du sagst, Soldat. Ja eben, meine Ohren sind sensibel. Was sollen denn unsere Tagebüchereinträge aus? Es gibt drei. Was zu tun? Ich bin reingetreten. In echte Scheiße. Das ist ein großes Zeichen. Dachte er, das ist was zum Feiern. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt... Muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat? Okay, da war gerade eine Nachricht. Ich hätte mich auf offline stellen müssen. Yo! Nice. Yo. Erstmal wechseln.
Alles frei! Angriff ist die beste Verteidigung. Wladimir, du bleibst bei Artyom und ihr beide bleibt hinten. Okay, los geht's. War das Tagebuch Eintrag 1? Perfekt, wir lesen die alle, wenn wir die alle haben. Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruchssinn verloren habe. Ullmann, ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Er könnte kämpfen können, tut er schon. Wow. Hallo, Flammenwerfer. Ich muss erstmal nachladen. Los. Ein Glas Mondschein für jeden Nosalis. Warum auch? Wie wäre es damit, Oberst? Im... Hölle mit dir. Noch ein Komiker. Hör auf zu lachen. Hört auf zu labern. Warum funktioniert der Flammenwerfer nicht? Okay, ich sollte es echt bleiben lassen, diesen blöden Flammenwerfer zu schießen. Yikes. Irgendwie fehlt mir die richtige Waffe mit der richtigen Durchschlagskraft gegen die. Ich weiß echt nicht, wie gut die Waffen... Ja, fick dich, blöder Flammenwerfer, fick dich. Ich wollte gerade sagen, wie noch ein Angriff. Für das Mutterland, für das Sterben an Altersschwäche. Halt die Klappe. Wir werden es schaffen. Für das Sterben an Altersschwäche. Ja, für die Rente. So. So. Dummer Flammenwerfer. So, nerv mich. Danke. Wie geht langsam die Munition aus, Leute? Na danke. Anscheinend sind wir durch. Schaut mal, was hinter dieser Tür ist. Stimmt nicht noch mehr Gegner. Nee. Hallo, Muni? Hahaha. Immer die Spinnen wehren sich nicht. Jetzt Nachtsichtgerät, irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Oh Mann, warum sind das alles verfeuerte Patronenhülsen? Ja, da dreh ich schon aus Wut gegen den ganzen Scheiß, so. Okay, jetzt habe ich geflucht, jetzt ist alles wieder gut. Oh shit. Hilfe! Oh, perfekt. Nein! Kann ich wenigstens seine Munition haben? Boris, mein Freund, warum? Stepan, es reicht. Du kannst ihm nicht helfen, Stepan. Gehen wir. Diese Bastarde. Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe. Das ist okay. Diese gottverdammten Bestien. Okay. Vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich. Wir müssen die Tür öffnen. Gebt mir ein paar Minuten. Okay, los.
Ja, gib mir auch mal ein paar Minuten. Ich brauche verdammte Munition. Wie viele die am Reden sind, das ist krass. Noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr. So. Ich glaube, mehr gibt's hier halt auch nicht. Offen. Oh, schön, haben sie extra auf mich gewartet. Gasmasken auf. Jupp. Und da sind wir wieder die Risse. Wunderschön. Erstmal schön den Filter wieder tauschen. Dass wir uns auch wieder richtig wohlfühlen. Ulmer, überprüfen Sie den Teich. Aha. Immer die interessantesten Aufträge, was? Ich wollte gerade sagen, ein Haufen nichts. Na. Ich dachte, man kann die... Alles frei, gehen wir. Ja, geil. Jetzt habe ich den... Jetzt habe ich den schon weggegeben. Das schau ich mir mal an. Vorsicht, Männer! Vorsicht! Wartet mal kurz. Wo war denn Boris? Hier, dü. So. Was tun wir jetzt? Ein schlaues Gesicht. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Was war das? Die verdammte Los Angeles. Die haben uns gefunden. Warum geht der nicht? Irgendwas mache ich falsch mit dem. Eieieiei. Au. Das macht mir so viel Schaden. Hey. Warum schießt er nicht? Schnell zum Ausgang! Der hat doch Muni! Ich check's beim besten Willen nicht. Yikes! Lass mich doch mal durch hier. Ui. So. Upp, du legst dich. Ah, fuck. Au. Jo. Diese Tür führt nach D6. Sind wir da? Sieht ganz so aus. Hei. Abgeschlossen. Ich bin nicht überrascht. Was ist denn damit? Sieht wie eine verdammte bombensichere Tür aus. Na dann mal los. Hab ich. Gib mir kurz eine Sekunde. Ich muss ein bisschen. Warum ich? Ich hab so gut wie keine Muni. Ich hab auch Small bekommen as fuck. Ich muss meinen Filter tauschen. Los geht's!
Was qualifiziert mich dazu, jetzt diesen Raum anzuschauen? Und tschüss, Tod. Es wär's jetzt. Oh Mann, nein. Fuck. Shit. Bist du in Ordnung, Artyom? Nein. Gut. Wir versuchen zu dir zu kommen. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück. Primär. Primär suche ich nach Munition. Primär erstmal nach Munition. Fuck. Oh, das hat... Das hat mir gerade noch gefehlt. Aber die hassen Licht. Die hassen zum Fick. Licht! Fuck, 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 fuck. Oh. Auf Licht kommen die echt so gar nicht klar. Verrecke, 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 verrecke. Diese Kackskorpione. Ah, fuck. Ei! Oh, oh, ich komme hier nicht mal raus. Ich komme hier nicht mal raus. Ei, 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 ei. Die umzingeln ein. Es bringt halt nichts, auf die zu schießen. Das ist das Problem. Nein! Hier kommen die nicht rein. Perfekt. Oh. Kann ich? Perfekt. Oh. Ich beende kurz diese Aufnahme hier. Grüß von eurem Zero.